Hallo und herzlich willkommen zum Update-Video für Way of the Hunter. Wir haben heute den Patch 1.23 am 24.05. bekommen und wir schauen uns das gemeinsam gleich mal an. Auch wenn ich momentan eine Jagdsimulationsflaute habe, wie ihr vielleicht mitbekommen habt in meinen Livestreams, möchte ich euch zumindest die Informationen weitergeben, was in den Patch Notes von Way of the Hunter jetzt drin steht. Es ist ein großes Update auf jeden Fall heute gekommen. Und ich habe mal die wichtigsten Punkte rausgesucht und werde sie mit euch durchgehen. Die kompletten Patchnotes findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Gut, schauen wir uns die ersten Punkte an. Und zwar sind einige Trophäenstände dazugekommen in den einzelnen Privathütten. Auch seltene Fellvarianten sind dazugekommen wie Albino Waldbison und melanistischer Alaska-Elch. Die Aura-Shows, da sind Erfolge, die sich jetzt freischalten sollten. Vorher hat das anscheinend nicht funktioniert bzw. sind jetzt dazugekommen. Das waren nicht die einzigen Punkte, sondern es gibt jetzt auch einen Schieberegler für Umgebungslautstärke in den Audiooptionen. Wir können unsere Fortschritte zurücksetzen im Hauptmenü. Einen Identifikator für seltene Pelze im Identifikationsbildschirm ist auch dazu gekommen. Und auf den Aurora-Shows gibt es neue Schnellreiseziele über Parkplätze zu finden. Des Weiteren ist dazu gekommen, dass jetzt eine Möglichkeit besteht, Tutorial-Pop-Ups zu schließen. Soundeffekte wurden hinzugefügt beim Durchqueren von Wasser, obwohl mir es so vorkam, als wäre das schon drin gewesen, aber okay. Und im Mehrspieler-Modus gibt es jetzt Erkundungsmarker für alle. Es wurden aber nicht nur Sachen hinzugefügt, sondern auch optimiert, so wie auch der Lebenszyklus von Großwild und Raubtieren. Auch die Elche wurden umgestellt von Nesperistal auf Rocky Mountain Elch oder auf den westlichen Elch und kleinere Tiere sollten jetzt besser sichtbar sein aus großer Entfernung. Optimiert wurde auch noch zum Beispiel die Tierrufe sind aus größerer Entfernung jetzt zu hören und im Jägersinn sozusagen auch zu sehen. Behoben wurde jetzt ein Fehler, der beim schnellen Schusswaffenwechsel oder von schnellen Ausrüstungswechsel passieren kann, dass sozusagen die Schusswaffen nicht richtig angezeigt wurden und dass Tiere Purzelbäume über das Wasser schlagen, habe ich noch nie beobachtet. Auch die Trophäenbewertung über 500 sollte jetzt möglich sein. Des Weiteren wurde auch behoben, dass Tiere mit falschen Fitnesswerten auf Rufe oder auf den Caller reagieren. Die Wegfindung von den gecallten Tieren wurde verbessert oder behoben. Wölfe verschwinden jetzt auf 500 Meter nicht mehr. Auch beim Präparationsständer sollte jetzt der Karibu-Kopf nicht mehr abgetrennt sein und die Remington sollte eine bessere Genauigkeit jetzt beim Verwendung von Visieren haben. Das waren jetzt mal aus meiner Sicht die wichtigsten Änderungen bzw. auch die wichtigsten Optimierungen und Behebungen im Patch 1.23, die wir heute erhalten haben. Die kompletten Notes, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben in den Kommentaren, wie ihr den Patch findet. Hat sich vieles getan? Hat sich jetzt diese lange Pause wirklich gelohnt oder habt ihr euch ein bisschen mehr davon versprochen? Ich würde mich freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video. Bis dahin, ciao, ciao.